Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind zurück in Trusu und haben in der letzten Folge hier Cynthias Großmutter den Talisman gegeben, haben hier Cyrus getroffen, mal wieder. Und als nächstes geht's für uns zurück nach Hershofen. Denn dort können wir mittlerweile endlich die Arena-Leiterin herausfordern. Also, so, erstmal kurz nochmal gucken. Alle Pokémon voll? Alle Pokémon sind voll geheilt. So, wo ist sie denn? Hier nicht, hier nicht. Ja, aber. Auf geht's in Arena Nummer 5. So. 3 plus 5 plus 7 ergibt 2. Oh nein, schade, ich habe falsch gelegen. So. Es geht los in die Geistarena. Flammrad. Gyarados erreicht Level 34, sehr schön. Und wir machen einfach nochmal Flammenrad. Super, das hat funktioniert. Gut. Dann war die Antwort bestimmt 16. Oh nein, sie war es auch nicht. Göre Beatrice hat nur ein Pokémon. Ein Traumfugil. Nein, ich kann nicht mehr fliehen. Ja, was soll ich denn tun? Ganz einfach, wir besiegen es. Wir besiegen es ganz einfach. So. Das war Beatrice. Okay, weiter geht's. Zwölf plus 28 ergibt bestimmt 30. Oh. Leider wieder falsch. Gut, Camper Baldur. Das ist mein Nebulak. Das kriegt ein Flammenrad ab und damit ist die Geschichte mit Nebulak fertig. Ja, wir kämpfen weiter. Flammenrad Nummer 2. Fein, Panferno. Einer Volltreffer. Äh,
oder wir kämpfen weiter. So. Ich glaube, wir müssten jetzt einmal nach außen gehen, um den Trainer mitzunehmen. Genau. Denn in der Mitte ist der richtige Ort. Okay. Picknickerin Carmen sitzt also Driftlöhne. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr einen Driftlöhne haben wollt, jeden Freitag am Kraftwerk. Dort braucht er nicht mal ins Gras gehen, das steht da einfach rum, zum Weg. Sehr schön. Nee. Feuerwirbel brauchen wir nicht. Gut, das war Ebene 2. Ich glaube, eine Ebene haben wir noch. Oh ne, es sind sogar noch zwei Ebenen. Also diese und die nächste noch. Schukin Priska sitzt auch wieder in Driftlohn ein. Zack, Flammenrad. Fein, Panferno. Mit dem Finalschlag. Nimm mal Kehle rein. Ich hätte gerne, dass sich das jetzt dann langsam nochmal entwickelt. Machen wir mal Abschlag. Abschlag. Tada, Kelly erreicht Level 39. Nice, Kelly hat sich zu Gardevoir weiterentwickelt. Ja. Mal so. Auch wenn Zauberschein eigentlich nicht die Attacke ist, die ich haben möchte. Also nicht die Feenattacke. Aber für die, die wir haben wollen, müssen wir, glaube ich, nochmal zum Attacken verlängern dann. Denn ich möchte Mondgewalt auf meinem Gardevoir haben.
Oh, er hatte nur eins. Bei mir hat er einen Apollo gehabt. So, das Schild, an dem ich immer hier vorbeilaufe in den Räumen, das ist einfach nur das Schild. Juhu, richtig. Die Frage aus dem ersten Raum war bestimmt 2. So, Neblak. Oh, nee, jetzt habe ich aber zu viel gedrückt. Nein, wir können nicht mehr fliehen. Trainer Stan setzt einen Apollo ein. Gerade wollen wir schön machen. Dann halt Psychokinese. Zack. Tschüssikowski Gengar. Gut. Kurz uns ein Gegengift einscheppern. Dann bleibt uns noch ein Trainer übrig, bevor wir uns mit der Arena-Leiterin noch beschäftigen können. Die guten Lamina, die haben wir ja schon mal getroffen. Als wir das erste Mal in Herzofen war, stand sie vor der Wettbewerbshalle. Tschüss, Traumvogel. Staraptor erreicht Level 38. Nice. Nö. Und Flammrad Inferno. So, da der hochgeflogen ist, wir gerade eh nichts machen können. Ja. Nehmen wir einfach einen Supertrank und greifen wir nochmal an. Für dich. Luxtra Level 40, Gengar Level 38, Gyarados. Nee. Level 35. Zoe! Das bedeutet, uns bleibt nur noch eine Tür. Die finale Tür.
durch die Streitmates. Und hier ist sie. Gute alte Lamina. Auf geht's. Oh, oh, oh. Voila. Du bist hier endlich. Finalement. Seit meiner Arrivée ankündigt in diese Region lerne ich immer wieder etwas dazu. Vor Beispiel, dass man sich sehr schick kleidet, um bei den Wettbewerben teilzunehmen. Deswegen bin ich so herausgebützt. Wie, wie. Aber nicht nur das, no, no. Ich habe auch trainiert, um Arena-Leiterin zu werden. Du willst mich also herausfordern? Oui. Bien, so soll es sein. Doch die Gewinnerin werde ich sein, c'est moi. Das ist schließlich meine Aufgabe als Arena-Leiterin, no? No. No, no, no. Aber gut, das werden wir ja gleich zeigen. So, Paverno. Aufi, aufi. Angriff sinkt. Eieieiei. Halt aber ganz schön gegen. Du bist ja meine Nervkuh. Machen wir mal kurz anders. Nee, hier wollte ich gar nicht rein. So, Inferno. Es brennt. Und damit sollten wir es gehabt haben. Genau. Ja, wir wechseln einmal auf Gardevoir. Ouchi. Tschüss, Kengu. Er war schon ein bisschen hart. So. Wir wechseln nochmal. Ich glaube, Traumagel ist nicht ganz so schnell wie Ginga. Deswegen möchte ich den Vorteil von Panfernos Fähigkeit noch aussuchen oder nutzen. Und zwar hat das Panferno ja standardmäßig die Fähigkeit Großbrand.
Sprich, wenn es unter einem gewissen KP Threshold sinkt, also ein Drittel KP oder weniger hat, werden Feuerattacken versteckt. Oh lala, ich bin erschüttert. Und deine Pokémon-Team, ihr seid unglaublich stark. Incroyable. In diesen Orden habt ihr euch verdient. Wiwi. Bäm. Orden Nummer 5. Den Relikt-Orden. Diese Orden lässt dich die Vor-Attacke-Surfer verwenden. Diese TMs sind auch für dich. Voila, ich bin mir sicher, du wirst sie gut gebrauchen können. Wie? Nun denn, viel Erfolg auf deinem Weg. Ah, da TM 65. Dunkelklaue. Sehr geil. Gut. Das war die Herzhofen Arena. Jetzt nicht so die Herausforderung. Gut, aber die Arenen sind generell eher weniger so die Herausforderung. Zu den Herausforderungen kommen wir irgendwann später nochmal. So, jetzt müssen wir ganz unten sein, oder? Ah, Cynthia. Bin ich froh, dich zu sehen. Du glaubst ja nicht, wie schwer es war, dich ausfindig zu machen. Meine Großmutter hat mir erzählt, was in Elysis passiert ist. Danke für alles, was du in den Ruinen getan hast. Aber dieses Team Galaktik, ich dachte, das wäre nur ein harmloser Haufen Exzentriker mit fragwürdigem Kleidungsstil. Wie sie immer davon reden, ein neues Universum erschaffen zu wollen, federheiße Luft eben. Tja, offenbar sind sie viel gefährlicher als angenommen. Pokémon zu stehen und einzusperren, das ist nicht nur falsch, sondern auch abgrundtief böse. Entschuldige den abrupten Themenwechsel, aber wie haben dir eigentlich die Ruinen gefallen? Wenn du mehr zu ihnen wissen willst, solltest du in der Bibliothek vom Fleetbook vorbeischauen. Dort gibt es alte Bücher, die dich interessieren könnten. So ein Besuch könnte dir auch dabei helfen, deinen Pokédex zu vervollständigen. Du solltest dort wirklich mal vorbeischauen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Mach's gut. Okay. Erstmal, als allererstes schauen wir mal woanders vorbei. Nämlich im Pokémon Center. Und heilen einmal unsere Pokémon durch. Und jetzt machen wir uns erstmal zurück nach Jubelstadt. Ja, genau. Da können wir mal kurz einen Abstecher in den TV-Sender machen. Wenn wir schon mal hier sind. Und einmal gucken, ob wir in der Pokémon-Lotterie einen tollen Preis kriegen. Oh. Okay, kein toller Preis. Na, wir machen erstmal weiter. Wir machen erstmal weiter hier. So. Nach Fleetburg kommen wir natürlich über die Route hier im Westen von Jubelstadt. Sollte eigentlich auch nicht so weit bis nach Fleetburg sein. Das einzige Problem, warum wir hier vorher nicht hingekommen sind, ist, dass wir noch kein Surf hatten. So, dann quatschen wir mal mit den Dudes hier.
wenn wir die so haben. Er hat Garados. Ich hoffe, wir können auf der Route wieder einfach mal Luxor auf der 1 dann setzen, ne? Gut, das ist ja alles nicht sehr effektiv. Eieiei. Na gut, komm her, Luxor. Stimmt, Garados ist Wasserflug, das vergesse ich immer wieder. Okay, wir haben verloren. Aber da ist jetzt Silberblick eingesetzt. Wir können aufgeben. Oh, er hat sogar zwei Garadoses. Auch zwei Garadoses helfen ihm nicht. Gut. Ja, dann mal das wirklich mal hier, Beutel. Wieso Beutel? Bewegen. Eine tiefer. Und wir kümmern uns um den zweiten Angler. Der gute Angler Leo. Das ist dein Ernst. Ist das dein Ernst? So, Luxor reicht Level 41. Und im nächsten Kampf müsste Gardevoir Level 40 erreichen. SS-Set und Straptor Level 39, ja. Möchte das nicht. Warum? Na gut. Oh, er hat noch eins. Come on. Das ist jetzt bitte dein letztes. Nein. Ist es nicht. Okay, Hammer. Gut, dann bloß weg hier. Hilfe. So. Hey. Kämpf mit mir, Junge. Matrose Rappo setzt Mantips ein. Jetzt mit einem Macholo erstmal gerechnet oder einem Mushok, aber hey! Einmal Funkensprung.
Nimm mal Biss raus. So eine Stat-Boost-Attacke, die Angriff und Initiative erhöht, ist natürlich not bad. So. Das war's mit Matrose Rapu Rapu. Danke, Lechten. Okay, viel Erfolg, Matrose. So, was mit dir hier? Achso. Gehen wir gegen ihn hier natürlich auch. Dann gehen wir noch einmal kurz Bären pflücken. Ah ja, Luxra gegen Luxio. Ah. Gut. Hammer. Ging ja Level 39. Und damit haben wir Vitalisorum besiegt. So, zwei Fragebären. Zwei Persienbären. Zwei Giefebären. Und zwei Sananabären. Ja. Einmal Sanana. Dann haben wir hier. Einmal Giefe. Persim. Das waren die ersten, waren das Fragebären? Dann können wir hier noch unseren Baum mit Honig bespielen. Achso, zu dieser Honiggeschichte, nur falls ich es nicht erklärt hatte, ne? Ne, ihr so einen Baum mit Honig beschmiert. Den Honig kriegt ihr natürlich in Flori zum Beispiel bei diesem auf dem Gelände von dem Dude. Der verkauft euch ein Glas Honig für 100 Pokédollar, glaube ich. Wenn ihr den Baum hier beschmiert habt, müsst ihr 6 Stunden warten, 6 Zeitstunden und nein, in der Switch-Konsole die Zeit umstellen funktioniert nicht. Dann könnt ihr wiederkommen und dann habt ihr die Chance hier Pokémon zu finden. Unter anderem, also die geringen Chancen hier an dem Baum sind Scaraborn und Griffel. So, aber weiter geht's. Lucias Vater. Hey Doxy, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin der Professor Ibis Assistent und außerdem der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, dein Pokédex auszurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. So, mir aber bitte kurz dein Pokédex. Mal sehen, wie war das noch gleich? Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Na gut, der Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine Funktion, mit der du dir die männliche und weibliche Version von Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht, so ist es viel praktischer. Jetzt will ich dich aber nicht weiter stören, schließlich musst du dem Professor helfen.
Ach, und kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactica haben? Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist sicher alles halb so wild, aber man weiß ja nie. So, nun muss ich aber los. Bis bald. Tschüssikowski und danke für deine Hilfe, die du... Also, deine Nichthilfe, weil war ja anscheinend schon installiert. Willkommen in Fleetburg, der Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Nice, nice. So. Der obligatorische Abschluss. Wir rennen ins Pokémon Center, heilen unsere Pokémon. Und das soll es für heute gewesen sein. Der Plan fürs nächste Mal ist natürlich, die Fleetburg Arena zu machen. Verstehe die Frage gar nicht. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.